schneiden, schleifen, schaben. Das sind nur drei von unzähligen Anwendungen, die ihr mit dem neuen GOP 18V-34 machen könnt. Hallo zusammen, mein Name ist Uli, ich bin gelernter Schreiner und arbeite im Produktmanagement bei Bosch. Hallo, ich bin Philipp, manche von euch kennen mich schon. Ich bin Belgier, kleine Info vorab. Und deswegen, falls ich einen französischen Akzent hätte, ihr wisst warum. Und ich bin sicher, falls ich mich verplapper, du kannst mich korrigieren. Gerne. Aber heute, wir freuen uns, der neue Akku Multitool vorzustellen. Multitool, wo kommt die Name her? Wenn man heute bei Multitool nachschaut, dann findet man sowas. Das ist ein manuelles Multitool, was ich immer wieder finde, gibt es verschiedene Ausführungen, die der Problemlöser für den Handwerker, wenn er kein passendes Werkzeug mehr parat hat. Wir haben das Ganze natürlich hier als Akkugerät, was wir heute vorstellen möchten. Genau, aber das kam ursprünglich auch vom medizinischen Bereich? Genau, ursprünglich hat man in der Medizin damit den Gips aufgeschnitten und das Besondere ist, durch diese kleine Bewegung links und rechts wird die Haut nicht angesägt, sondern sie bewegt sich hin und her. Und deswegen war das damals sehr gut oder wird auch manchmal immer noch verwendet, um Gips aufzuschneiden. Und diese Mechanik hat man übertragen und hat festgestellt, es gibt so viele Anwendungen. Und über die letzten Jahrzehnte ist das Segment immer stärker gewachsen. Genau. Sehr viel Anwendung. Also gesagt, hier nur ein paar Beispiele von ein paar Zubehör, das man hat. Aber lasst uns ein paar ausnehmen, die ich persönlich liebe. Zum Beispiel, ich liebe diese Haken und die sind sehr, sehr oft benutzt, um Teppich zu schneiden oder Dachpappe. Linoleum zum Beispiel auch. Ja. Und ein anderes Zubehör, die ich gern habe, ist diese Schabe, sehr praktisch, um Reste wegzukriegen. Ja, zum Beispiel auch PU-Schaum, der ist ja sehr widerspenstig, den kann man damit schön wegschaben oder Farbreste oder so. Wir haben auch schon Handwerker gehabt, die haben Betonreste damit weggekratzt. Das ist zum Beispiel auch ein tolles Blatt hier. Das ist für den Trockenbau sehr schön. Man kann einen schönen Tauchschnitt machen und dann mit einem ziehenden Schnitt den Schnitt weiterführen. Oder hier zum Beispiel auch für Maler, Lackierer, Handwerk ein Dreieckschleifer. Wenn sich dann das Material zusetzt, dann kann ich das später zum Beispiel in Lösungsmittel einlegen und dann ist am nächsten Tag das Blatt wieder komplett sauber. Genau. Und alle diese Zubehör kann logischerweise unsere neue GOP 18V34 adressieren oder bedienen. 18V34 und GOP, was ist GOP? Gewerbliche oszillierende Präzisionssäge. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist wirklich ein Präzisionsgerät, mit dem man wirklich sehr, sehr fein arbeiten kann. Wir haben zum Beispiel auch hier diese Japan-Verzahnung, die ist ja sehr bekannt für sehr feine Holzarbeiten. Genau. 18V, die Name sagt, die kann mit all unseren professionellen Akku funktionieren. Und die 34, das ist der Winkel. An der Blatt kann 1,7 Grad links gehen, 1,7 rechts, insgesamt 3,4, deswegen die Name 34. Aber lass uns dieses Gerät ins Detail anschauen. Genau. Gegenüber unserem vorgängigen Modell, den GOP 18V28, dieser GOP spielt auch in die Starlog und Starlog Plus Klasse. Er hat logischerweise auch einen Brushless Motor letzter Generation und bringt mehr Power, weil der Winkel ist 3,4 Grad, wie schon bevor erwähnt, statt 2,8. Ich habe gerade Starlog erwähnt. Was ist Starlog noch? Starlog ist die Werkzeugaufnahme, die sozusagen das Werkzeug mit dem Zubehör verbindet. Und zwar kann ich vielleicht noch ein bisschen zur Historie erzählen. Unsere Schweizer Kollegen haben sozusagen einen Kronkorken genommen und den hier auf das Blatt geschweißt und damit eine stabile Verbindung geschaffen. Wenn ich das hier bei einem bestehenden Produkt nehme, was es auch am Markt gibt, kann ich das sehr leicht verbiegen und hat nicht die Festigkeit. Und diese Festigkeit ist super wichtig, wenn man weiß, dass pro Minute, wir haben 20.000 hin und her, das heißt, pro Minute 20.000 hin und her, pro Sekunde, das ist mehr wie 300. Ja, wir haben sozusagen eine dreidimensionale Aufnahme. Es gibt Systeme, die haben hier sozusagen nur eindimensional und damit werden die Kräfte hier viel auf eine viel größere Fläche verteilt und eine viel bessere Verbindung geschaffen. Mhm. So,
So, das ist Starlog. Aber Starlog finde ich jetzt inzwischen fast überall auf dem Markt. Das ist richtig. Wir vergeben als Bosch die Lizenz mit Fein zusammen. Die Erfindung ist aus Fein- und Bosch-Händen. Und sozusagen, es gibt, wie gesagt, Wettbewerber, die auch dieses Starlog anbieten. Aber der große Unterschied ist, wir haben Snap-in. Ein Klick und das Werkzeug ist verbunden. Hier waren auch unsere Schweizer Ingenieure im Einsatz, haben sozusagen aus der Analogie vom Skifahren, haben sie gesagt, das muss doch auch für ein Werkzeug sein, möglich sein, reinklicken und fest. Und so kam damals diese Erfindung zustande. Super schnell. Ich nehme auf die Wetter, ich bin schneller wie du. Okay, lass uns probieren. So, auf drei? Ja, eins, zwei, drei. Oh, du bist schon fertig. Okay, du hast gewonnen. Aber man hat gesehen, trotzdem, super schnell. Man braucht keine Werkzeuge, man kann nichts verlieren, keine Bolzen kann verloren gehen, keine Schraube kann verloren gehen. Man muss sich vorstellen, wenn man zum Beispiel auf dem Gerüst steht und der Fixierbolzen fällt runter vom Gerüst, vielleicht in die Wiese, dann kann ich an dem Tag die Arbeit aufgeben. Genau, man kann sich die Finger nicht verbrennen, man muss nicht berühren. Und habt ihr auch gemerkt, auch mit Handschuhe kann ich diese Hebel super betätigen. Also mit Augen zu, finde ich es immer. Also insgesamt ein sehr gelungenes System. Man verliert keine Zeit mehr. Klick, klack, danke, tschüss. Und man kann zum Beispiel auch das Werkzeug ganz schnell in verschiedene Positionen einspannen, je nachdem, wie ich gerade am Platz Möglichkeiten habe zum Arbeiten. Zum Beispiel, wenn ich in einen Schrank muss und dort in sehr große Ecken rein muss, kleine Ecken. Genau, das ist das Snap-In-System. Eine andere tolle Eigenschaft, Uli, ist diese niedrige Vibration. Und da die Ingenieure haben einen super Job gemacht. Bei uns genannt Vibration Control. Und wenn du dieses Tool in der Hand hast, ist gegenüber die alle anderen Multitools bis jetzt ist echt ein Vergnügen. Also man spürt es und man kann es sogar sehen, diese niedrige Vibration. Ich habe eine kleine Demo gebracht. Ich nenne das die Wasserflasche-Demo. Die ältere Modell mit Zubehör und Batterie auf 6. Und jetzt, ich zeige, wie viel Vibration damals es gab. Klar, ziehen wir noch immer, Gehörschutz. Gehörschutz gehört dazu. Auf 6. So, also gesehen, ja. Der Unterschied ist Tag und Nacht. Ja, da sind wir gleich beim zweiten Punkt, Thema Ergonomie. Was der Philipp gerade gezeigt hat, das Gerät fasst man auch mal sehr gerne vorne an. Zum Beispiel, wenn ich hier einen ziehenden Schnitt mache, ich fasse eigentlich sehr viel oder eigentlich bei jedem Schnitt vorne an, um auch eine gute Führung zu haben. Man sieht es hier sehr schön. Wir haben das komplette Gehäuse entkoppelt. Man sieht hier, in dem vorderen Bereich wird es jetzt nicht mehr heiß, weil es einfach komplett entkoppelt ist. Bei anderen Geräten am Markt kann ich hier vorne nach 10 Minuten arbeiten, wenn ich sehr viel arbeite, nicht mehr das Gehäuse anfassen. Und das ist auch nochmal ein großer Vorteil dieser Vibrationsentkopplung in Verbindung mit der Ergonomie. Vielleicht kannst du noch zum Handgriff was sagen. Genau, nicht nur vorne ist sehr gut zu fassen, aber der Hauptgriff ist super geworden. Sehr schlank, gummierte überall da, wo ich es brauche und keine Ecke mehr. Es gibt nur Rundungen überall, also das ist wirklich ein Genuss. Man hat echt gut in der Hand. Und wie gesagt, beim Multitool ist ja ein Gerät, was ich in jeder Position immer anwende. Von daher muss ich eigentlich überall anfassen und das ist hier sehr gut gelungen. Also wenig Vibration, Ergonomie, tipptopp. Was habe ich noch anzubieten? Wir haben noch viel anzubieten. Erstmal, jetzt mit dieser GOP, wir haben eine dreistufige Schalter. Position 0, klar, es tut gar nichts. Und jetzt erste Position, wir haben eine LED. Und auf die zweite Position erarbeitet.
Also sehr praktisch, wenn du was in die Ecke suchst oder so, dann also ist man die Taschenlampe und dann kannst du arbeiten. Was haben wir noch geändert bei dem Tool? Man sieht hier, die Batterieaufnahme ist von hinten bei dem bestehenden Gerät, was jetzt noch am Markt ist. Und man kann es auch relativ leicht wechseln. Aber je höher und dicker die Batterie wird, desto mehr steht es nachher im Weg. Das heißt, hier liegt das Tool nicht mehr richtig auf. Also klar, mit einem 12 Amperestunden wird man auch nicht arbeiten. Aber im Notfall zumindest ist es nicht ideal. Das heißt, bei dem neuen Gerät haben wir das um 90 Grad gedreht. Das heißt, hier haben wir auf keinen Fall irgendwelche Konflikte. Wir können schön Tauchschnitte machen hier. Der Akku baut sozusagen nach hinten auf. Das ist auch nochmal ein guter, netter Vorteil. Genau, liebe ich sehr sogar. Und zu Hause, ich mache immer mein GOP so. Finde ich sehr nett, spart viel Platz auf den Werkbank. Ich sage immer, das macht kein Profi so, weil wenn das Gerät nachher umfällt, aus Werkstück fällt, dann habe ich eine Macke im Werkstück und dann habe ich nachher viel Aufwand, diese Macke wieder zu entfernen. Ja, das ist klar. Was haben wir noch? Geschwindigkeit, also Stufe, haben wir 6, wie bevor. Was ein bisschen neu ist, ist dieses Mal, wir haben eine kleine Hilfe hier dargestellt, welche Geschwindigkeit soll ich haben für welche Anwendung? Weil nicht 6 ist nicht immer die beste Geschwindigkeit. Genau. Wir werden euch jetzt im Anschluss dann noch ein paar Anwendungen zeigen mit verschiedenen Features und da können wir dann auch nochmal auf die Geschwindigkeiten eingehen, je nach Material. Und so können wir eben auch nochmal, wie gesagt, diese Unterschiede nochmal aufzeigen, wo es Sinn macht, welche Geschwindigkeit. Unsere GOP können wir in 3 Ausführungen kaufen. Einmal in einer Kartonbox, wie ihr kennt, Gerät und ein Blatt. Die zweite Ausführung ist in einer L-Box. Wir haben den L-Box mit dem Gerät und mit einem Blatt. Das ist ein Bimetallblatt. Und die dritte Ausführung, die ich richtig liebe, ist die Ausführung L-Box, Gerät und eine Zubehörbox. Und diese Box enthält alle Zubehör, das man hier sehen kann. 2 Wörter, bevor wir hier gehen, über die Anlage hier. Die Anlage ist so gedacht, dass man eine Batterie schon montiert auf den GOP haben und einen Akku, also Ersatzakku, schon in den Box parat hat. Dann also immer 2 Akkus dabei. Was auch sehr schön, Platz für den Zubehörbox, haben wir schon erwähnt. Diese Anlage passt sogar für den GOP 12 Volt und für den heutigen 18V28. Wir sind extrem flexibel mit dieser Anlage und ich finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Genau, und dann erzähle ich noch mal kurz was über das Zubehör. Man sieht hier schön an der Farbkodierung Wood Material, das sind diese grau-weißen. Dann haben wir das Thema Rheinmetall mit Hartmetallbestickung bzw. Carbide, wie es sich so schön nennt. Dann das Thema Schleifen mit einem Schleifpad und einer entsprechenden Staubabsaugung. Dann hier für Multimaterial in der lila Farbe. Und hier für Linoleumschnitt, das hier der Schaber oder Spachtel. Ansonsten haben wir hier noch das Thema für zum Beispiel Laminat. Da kann man schön ziehende Schnitte machen. Und dann hier das Thema für abrasive Materialien, zum Beispiel, um den Gips oder Mörtel zwischen den Fliesen zu entfernen bei Reparaturarbeiten. Ansonsten würden wir dann einen schönen Tauchschnitt zeigen. Man sieht hier auch sehr schön, das zeige ich hier nochmal, die sogenannte Curve-Technologie. Das heißt, wenn ich das Blatt eintauche, stoße ich nicht links und rechts auf, dass sich das Blatt aufschaukelt, sondern ich kann schön ruhig eintauchen, sodass ich hier eine optimale Führung habe. Das würde ich kurz zeigen. Also man kann das hier sehr schön führen. Hier unten kann man den anderen Schnitt dann noch von der Vorderseite machen.
aber ich denke, es ist verstanden. Jetzt würde ich noch eine zweite Applikation zeigen, und zwar mit dem Linolmesser. Also man sieht, das Durchfahren geht ganz sanft und gemütlich, ohne hier rumzuzerren. Man kann hier ganz leicht durchfahren. Auch bei verschiedenen anderen Materialien, wie wir schon gesagt haben, Dachpappe zum Beispiel, schärft sich dann selber. Oder bei Teppich. Also es ist sehr schön zu führen, ohne Kraftanstrengung. Dann haben wir noch ein anderes Beispiel zum Thema Fugen entfernen. Wenn hier zum Beispiel was beschädigt ist, dann können wir hier komplette Segmente rausschneiden, um dann wieder diese Stellen auszubessern. Genau, und dafür würde ich diese Blatt hier benutzen, diese Grout Removal auf Englisch gesagt. Genau, auf Deutsch, um die, ja, den Mörtel im Endeffekt zu entfernen. Den Fliesenmörtel zu entfernen. Also für Demo-Zwecke, ich nehme diese Seite, können wir sowieso jedes Winkel hier benutzen, wie man will. Ich mache alles rein und dann, ich muss mich schützen. So, wie man sieht, hat so viel Spaß gemacht. Ich habe sogar bis zum Ende gemacht. Und das war ein Kinderspiel im Endeffekt, ja. Also mit dem richtigen Blatt können wir da ohne Problem die ganze Mortel können wir entfernen. Wir haben hier noch das Zubehör, diese Segmentblätter mit 100 mm Durchmesser, mit einem sogenannten Tiefenanschlag. Da gibt es zwei Varianten mit einem Schlitten und hier für Tauchschnitte, dass ich wie bei einer Bohrmaschine eine Begrenzung habe, dass ich hier nicht tiefer eintauche. Wir haben das hier mal montiert. Man sieht hier den Begrenzungsanschlag mit dem Führungsschlitten unten. Und eine Anwendung ist zum Beispiel, wenn ich hier eine Sockelleiste abschneiden möchte, die ist vielleicht noch an der Wand montiert, weil da irgendwas hin muss. Ich will aber mit dem Sägeblatt nicht in die Wand reinfahren, weil dann nachher das Sägeblatt beschädigt wird oder die Wand dahinter. Und so kann ich dann hier durch die Begrenzung den Schnitt machen. Also muss ich vorstellen, dass es dann an der Wand montiert. Schutzausrüstung anziehen. Man sieht jetzt auch hier, das Sägeblatt geht gerade noch drüber. Das kann ich dann hier natürlich entsprechend fein einstellen mit diesem Knopf. Finde ich sehr schön. Hat gut geklappt. Ich übernehme jetzt zwei andere Zubehöre. Die Dreieckschleifplatte, kennt ihr alle, mit diesem Papier. Also zwei Wörter über diese Zubehör. Also diese Schleifplatte kennt jeder. Gleich sehr praktisch, um an Ecke zu kommen, wo sonst nicht kommen. Sehr, sehr wichtig, und deswegen haben wir diese Sticker hier, diese Aufkleber gemacht. Beim Schleifen, oder beziehungsweise mit diesen Schleifplatten, sind auf Plastik, auf Geschwindigkeit 4 gehen, aber nicht drüber. Sonst irgendwann gibt es zu viel Hitze. Das ist eine erste Information. Die zweite Information, wie gesagt, die Schleifplatte bewegt sich so. Deswegen, wenn die ganze Kraft hier vorne mache, die Spitze kriegt die ganze Hitze. Ist sehr sinnvoller, die Schleifplatte mit der runden Kante vorne zu machen. Und so haben wir eine viel größere Bewegung von links nach rechts und können viel mehr schleifen mit der gleichen
Ansatz. Ich kann dann hier zum Beispiel an der Kante entlang fahren. Genau, das geht so. Beziehungsweise hier, wenn hier ein Holz ist, kann ich hier auch so entlang fahren, nicht so. Das ist die Idee. Mhm. Ich glaube, das kennt jeder. Was nicht jeder kennt, ist ein anderes Zubehör, die ist jetzt nicht in unserem Kit dabei. Aber ich wollte trotzdem zeigen, dieses Zubehör hier ist gedacht, um den Radien oder auch zum Beispiel eine Treppe Handlauf zu schleifen. Wie man sieht, mit einer Platte, flache Oberfläche, runder Radius, ist nicht sehr effizient. Ja? Also was funktioniert sehr gut, ist dieses Papier, kann ich spannen, wie ich will. Mehr gespannt habe ich einen kleineren Radius. Ungespannter, dann habe ich einen sehr engen Radius. Hier wird ein bisschen mehr spannen allerdings. Und wie ich das hier mache, ich konnte sehr schön, man sieht wahrscheinlich mit der Kamera hier, sehr schön hier um den Radius schleifen. Das finde ich sehr praktisch und viel, viel effizienter als mit diesem Dreieck hier. Wichtig ist dabei, dass man natürlich nicht zu stark drückt, dass man hier das Schleifmaterial arbeiten lässt und hier einfach auch nicht die Belastung zu hoch ist, weil sonst löst sich das dann irgendwann. Also gleichmäßig entlang führen und dann funktioniert das sehr gut. Wir möchten jetzt noch eine andere Anwendung zeigen. Das Thema Trockenbau ist ja auch sehr beliebt bei dem Thema Multitool. Und hier gibt es ein ganz spezielles Blatt, was ich heute noch mal zeigen möchte. Wir haben ja so zwei Blätter, ganz normales Tauchsägeblatt oder Segmentsägeblatt. Das heißt, mit dem kann ich gut eintauchen, mit dem kann ich gut Strecke machen sozusagen. Aber beides in der Kombination haben wir hier drin. Das heißt, wir können hier schön eintauchen mit der geraden Seite und dann haben wir einen ziehenden Schnitt, wo wir dann entlang fahren können. Und ich habe hier praktisch immer eine gerade Kante, praktisch zwei Blätter in einem verbunden. Ich will das mal kurz vorführen. Ziehen wir noch mal kurz die Schutzausrüstung an. Also man sieht, es geht sehr schön entlang zu fahren. Und wie gesagt, das ist auch ein Spezialblatt. Ist, finde ich, auch sehr interessant für das Thema Trockenbau. Wir haben ja gesagt, wir haben über 20 verschiedene Gewerke, die wir mit dem Multitool hier in Verbindung bringen. Und das wollte ich jetzt hier einfach auch nochmal vorstellen. Ja, wir haben einige Anwendungen jetzt kennengelernt. Es war nur ein kleiner Ausschnitt von den Anwendungen. Es gibt nahezu bis zu 100 Zubehöre. Von daher war das jetzt ein kleiner Ausschnitt. Wir möchten aber nochmal die drei wichtigsten Punkte, die das neue Gerät betreffen, zusammenfassen. Und zwar haben wir das Snap-In, dann haben wir die Vibrationsentkopplung. Man sieht hier sehr schön diese entkoppelte Getriebe. Und dann hier der schlanke Handgriff. Man kann überall das Gerät anfassen, auch im vorderen Bereich. Diese drei Sachen solltet ihr mitnehmen. Dann haben wir nochmal verschiedene Zubehörsets, die wir auch noch mal ganz kurz zeigen müssen, damit man es vielleicht etwas einfacher hat, je nach Anwendung und Spektrum. Hier zum Thema Holzbearbeitung. Dann haben wir das Thema Renovierung als kleines Set zusammengestellt. Oder zum Thema Schneiden, und damit es eine Vorauswahl trifft und das Ganze ein bisschen erleichtert. Danke. Falls dieses Video euch gefallen hat und falls ihr die Muse dazu habt, also ihr könnt euch gerne liken. Oder ihr könnt euch jetzt auch abonnieren an den Kanal, irgendwo ist ein Knopf hier. Und wir freuen uns auch unheimlich sehr auf euren Kommentare. Also bitte seid nicht schüchtern, einfach schreiben eure Kommentare dazu. Das war alles von unserer Seite. Wir bedanken uns und wir sagen auf Wiedersehen und bis nächstes Mal. Outtakes. Und diese vielen Möglichkeiten wollen wir heute euch aufzeigen. Genau. Und der Philipp zeigt euch erstmal. Ja. Wir haben hier auch ganz viel Zubehör. Genau. Zum Beispiel, was ich... Ja, okay. Ah!
Ja. Bist immer noch nicht fertig. Ja, du musst das sagen. Ich würde eine Linie hier schneiden und eine so. Ups. Super. Falls diese Video euch gefallen hat,